Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Und damit recht herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Shadow of the Tomb Raider. Ich will hier eigentlich gar nichts ausrüsten. Ich muss aber. Ja, ich kann die ausrüsten, nämlich die Kaiserin Jaguar-Weste, die sie sich genäht hat. Vorteile, Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Beine, lautlose Bewegung, Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Puh. Ja. Ich würde aber sagen, ich bleibe immer beim Standard. Und dann ist die Sache erledigt. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Und wir gucken gleich mal, ob wir den für irgendwas nehmen können. Erholung des Pumas. Erhöht die Zeit genauer beim Ziehen. Genau und Ziehen. Ja, machen wir einmal mal die Eile des Kaimans noch und dann. So. In der letzten Folge haben wir uns mit Laras Kindheit beschäftigt und eine Rückblende mehr oder weniger aus Rice wieder mal bekommen. Wo wir auch gesehen haben, diese Szene, wo ihr Vater quasi tot da lag. Jetzt haben wir auch gesehen, dass Lara ihn gefunden hat. Das hat natürlich auch wieder einen Knacks hinterlassen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach erstmal durch. Und schauen, wie wir hier weitermachen. Ich hoffe, diesmal werden wir nicht von einem Puma zerfleischt, denn Lara scheint wieder in Ordnung zu sein, wieder vollkommen genesen, alles schick, das Outfit hat sie sich auch neu zusammengenäht. Aus Polymer und sonst was. Ja. Wir machen einfach mal weiter mit der Storyline. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist doch was. Da übrigens auch. Ja, ich nehme jetzt ja schon seit mehreren Stunden diese Folge am Stück auf. Es wird auch eine von den letzten sein, denn A, ich bin fertig. B, mein Festplattenspeicher wird bald vorlaufen. Ja, wir gucken einfach mal. Ja. Erlegen Sie und häuten Sie Tiere. Ich weiß doch, wie ich jagen kann. Okay. Sammeln hier noch ein bisschen Hartholz. Und hier ist noch Jacks Tagebuch 4. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrt zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Ja, im Dschungel ist das, vermute ich, mal normal, dass man auch Leute verliert. Und wir müssen doch jetzt langsam sicher endlich mal das Dorf erreichen. Zurück in die, in Anführungszeichen, Zivilisation. Ja, wir schauen einfach mal. Das sieht doch schon sehr nach Zivilisation aus hier, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber für mich sieht das hier schon deutlich freundlicher aus als vorher. Ja, können wir den Baum hier hochklären? Na, nicht die Klippe runterspringen, nur den Baum hochklären. Was haben wir denn hier Schönes? Ein alter Haus. Brechen wir doch gleich mal ein. Scheißegal, wie uns gehört, wir brechen erstmal ein hier. Mach auf. Jawohl. Archivarkarte, enthüllt Position, Relikte, Wandgemälde, Moliten und Dokumenten. Jo.
Wir sind sogar in unserem Inventar, da ist sogar ein bisschen was drin, aber es könnte deutlich mehr drin sein. Nun ja. Sonst noch was? Ja, sie könnte, aber sie will nicht. Hier ist ein Bettlaken. Ach nee, du hast ja gerade geschlafen. Guten Morgen. Im Übrigen, hier ist noch weiter Bergungsgut. Wir setzen unseren Weg mal fort. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Eine Straße heißt Zivilisation. Was ist los? Scheiße, Trinity, runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die mal Augen nachsehen. Offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Genau. Es gibt nämlich eine neue Fähigkeit hier. Zum letzten Mal gewartet. Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Genau, und Lara kann sich nämlich mit Schlamm einschmieren. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden aus. Zack. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Wir looten sie jetzt, Gott sei Dank, schon automatisch. Ja, Sir. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe Schön, dass ich gerade zurück bin, aber ich mag dann auch noch nicht dazwischen quatschen. Wir müssen verschwinden. Nur ein Titel ist nun mal nicht meins. Wir kennen den Haupttempel. Ja, Ken tut dir was am Arsch. Warte. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Dann 3. 2. Okay, schade. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Mhm. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Verflucht. Ich sehe mich lieber mal um. Da drüben! Nun, ich mag euch auch nicht immer dazwischen quaggeln, wenn wir hier gerade so am Stealth sind und so. Ich möchte doch die Atmosphäre halten, das, was die Typen so sagen, kann ja manchmal ja auch storyrelevant sein. Deswegen entschuldigt, wenn ich so wenig rede. Ich bin von diesem Spiel immer noch so geflasht. Bin auch immer noch ein bisschen müde daran, die Zeit auch. Boom, baby, boom. Dann kann man auch Leute oh nein, nennen. Das kannst du dir abschminken. Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Eine Knarre. So, wir sind dann so gut wie wieder bewaffnet. Hoffentlich waren das die letzten. I hope so too. Das war knapp. Ja. Neue Auszuhalten. Wieskam Mark 2. Standard schon gewählt, die Truppen. Die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Wo die Quillinge sich treffen. Kuvak, ja, Kuh finden. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser als ein AB-58 von Trinity Truppen, alter Junge getauft. Eine gut auspressende Pistole. Hey, warum hab ich den? Na gut. Gut. Wir haben jetzt Waffen. Ein Sturmgewehr, eine Handpistolenfeuerwaffe. Ich bleibe aber trotzdem erstmal beim Bogen.
Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Ohne andere Dinge. So. Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Die Munition ist voll, toll. Hätte man das vorher gewusst. Brennbare Barriere. In weißen Stoff gewickelte Ölgetränkeobjekte können angezündet werden. Das war's. Hübsch. Vor allem funktioniert's. Komm schon, gehen wir. Wie viel kann ich mir davon machen? Ich mache mir erstmal 4. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles nope. sein. 2 Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an. Ja. Was? Was nimmst du an, ja? Das hört sich hier sehr nach Zivilisation an. Da unten sind Leute. Ja. Freundlich. Du übernimmst das Reden. La Chosa del Pucho. Kuvakiaku, Peru. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, 3. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich hab dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Also, Lara, ich weiß jetzt nicht, was du Jonah da gerade unterstellen willst, ne? Wo die Zwillinge sich finden, die Ruinen finden. Sprechen wir mal mit dem Typen. Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise.
Danke. Gern geschehen. Wie ich gerade gedacht habe, dass hier jetzt so ein Dialog wie in Angel of Darkness kommt. Ey, ich hätte durchgedreht. Das hätte das ganze Spiel wieder kaputt gemacht. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Ja. Neues Basislager entdeckt. Brauche ich jetzt aber nicht. Wir sehen uns jetzt hier erstmal um. Beklauen die alte Frau. Vergiss nicht, Javier. Nicht mehr als 15 bis 20 Minuten pro Pfund auf dem Feuer. Sonst wird die Haut schwarz und das Fleisch wird zäh. Mama, das ist mir egal. Yay, Wasser. Oh mein Gott, ist das hier schön. Y el río se llevará toda la aldea. Quizás sea lo mejor. Qué grosería. Ja, doch. Eine Theorie über die Ölaufbereitung. Cool. Da habe ich ja einfach so. Scheint ja so. Stammbaum, meine Familiengeschichte. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Gut, so viel wollte ich gar nicht wissen. Aber vor allem nehmen wir mal ein paar Binden mit, das kann gar nicht schaden. Lara ist sowieso überfällig seit einigen Wochen. Ja. Seit einigen Tagen. Naja, kann das gar nicht schaden, wenn das plötzlich losgehen soll, T. Oh, das ist idyllisch hier. Die Girlen, die hier im Wasser spielen, die Frauen, die hier noch die Wäsche putzen, die Älteren. Ich renne ihn um, er entschuldigt sich. Mami, was ist das auf der Insel? Vor vielen, vielen Jahren stand dort ein wunderbarer Tempel. Noch bevor du auf der Welt warst? Oh. Wie interessiert das? Ja. Muss mich doch nicht benehmen. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Naja. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Nee, danke. Erstmal kein Interesse. Ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich finde das cool, so diese ganzen Zwischengeschichten. Klar sieht das hier auch aus wie... Naja. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Hey! Hä? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Na dann. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Ah, ich werde ihn auch morgen, ich werde ihm eine Knarre an den Schild läuten. Verpiss... Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Boah, hat er echt zu mir verpiss dich gesagt? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Na gut, dann nehmen wir mal eine Zwischenmission noch an.
Gehen wir mal zurück zur Bar. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Ja, toll. Ich habe hier gerade irgendwie da was gesehen. Tja. Wer ist ihm denn da? Er. Hier ist es gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du... Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Nun, das werden wir tun. Banditen sorgen, zum Stadtrand gehen. Das werden wir alles tun, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen. Ich bin nämlich schon am Ende, weil ich habe das jetzt alles am Stück aufgenommen. Bin es dann das nächste Mal wieder schauen. Und reingehauen. Bye. For you to be put under the water.